Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier bei Medieval Dynasty. Heute haben wir ein bisschen was zu tun, weil wir wissen ja auch, ne, der Sturm hat übers Dorf gefegt und hat so einiges kaputt gemacht. Es sind zumindest drei Häuser hier in der Ortschaft, die kaputt sind. Und dann sind es noch die Ressourcenlager. Also eins zumindest ist noch kaputt. Also es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Wir müssen ein bisschen rumrennen, dass wir das ganze Zeug wieder fit bekommen. So, ich würde sagen, ich schnappe mir 10 Rundholz, glaube ich, habe ich schon einstecken, ne? Und einen Stein, super. Ich habe jetzt halt auf jeden Fall im Management mal ganz kurz das geändert. Ich nehme jetzt mal 50 Stück, sollte ich schon mitnehmen, oder? Nehme ich mal mit, 50 Stück. Ich nehme Stöcke auf jeden Fall mit, auch einmal an die 50, würde ich sagen. Steine brauchen wir auf jeden Fall auch, aber ich denke, wir werden sehr viel Rundholz brauchen. Ich habe jetzt jedenfalls mal im Management das geändert, dass ich mehr Stein bekomme, dass von dem Sammler her, Grabungsschuppen, da bin ich jetzt halt mal draufgegangen, dass ich nur noch 10% eben die zwei Sachen habe und überwiegend Stein, dass wir Stein hier reinbekommen, dass ich jetzt nicht rumrennen muss, um das zu suchen. Aber wir können ja schon mal das Rundholz anklopfen. Ja, es sind einige Rundhölzer, da ist nur Stein erforderlich, da auch, da auch. Okay, also hier ist jetzt nur Stein erforderlich, wie ist es da oben? Auch Stein. Hier wollen wir, da brauchen wir Bretter natürlich, ne? Ganz klar. Gut, aber die können wir selber auch herstellen. Also hier brauchen wir dann noch Bretter. Bretter und Steine. Und gucken wir mal weiter. Hier vorne, es könnte sogar sein, dass das das eigene Haus ist. Ja, das eigene Haus hat es auch voll erwischt. Und da vorne das noch. Oh Gott, da brauchen wir richtig viel Zeug. Schauen wir mal. Rundhölzer, das mit dir ist da mal. Achso, da haben wir gar kein Rundholz. Aber da, am Dach könnte es ja auch sein, dass wir Rundholz benötigen. Ne? Von daher ist es schon ganz gut, wenn ich da mal drauf schaue. Bretter, da braucht man Rundholz. Weil wenn ich jetzt schon mal die Rundhölzer verarbeite, dann brauche ich die schon immer mitschleppen. Okay, dann haben wir das. So. Steine, ein Rundholz. Da sind es wieder nur Bretter, Bretter. Steine. Der hat aber richtig was angerichtet hier. Wahnsinn. So, wir gehen nochmal ganz kurz ins Management. Und zwar, also das sind die drei Häuser, die beschädigt sind hier in der Ortschaft. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, aber wir müssen trotzdem nach oben, weil da das Reservelager ist. Ach ja, stimmt. Fischerhütte. Und zwar haben wir jetzt den Allerück, den können wir wieder wegschmeißen, weil der hat nämlich ja nur zwei Punkte. Und wir können dafür reinnehmen jetzt die Oswalder. Die ist nämlich keine Mutter mehr und die hat auch drei Punkte. Die war, glaube ich, auch vorher unsere Fischerin. Die lebt zusammen mit dem Schmied im Haus. Also ist es ideal. So, Fischer. So, Oswalder ist jetzt Fischer. Jetzt können wir natürlich mal gucken, was wir dem anderen aufdrücken für eine Arbeit. Also, Ressourcenlager, ne? Haben wir einmal hier vorne. Dann haben wir natürlich das da oben. Und wir haben das Lebensmittellager auch da oben. Also, die zwei sind da oben beschädigt. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und ansonsten dann eben hier noch die... Jo. Gut. Aber dazu weisen, da würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt natürlich hier den Allerück. Der Allerück wohnt dort hinten. Oh. Der sollte vielleicht mit ins... Der sollte vielleicht lieber mit in den Ding... Na, Nutzpflanzen. Hier. Der sollte lieber mit in die Scheune. Einen Platz habe ich nämlich noch. Dann mache ich den nämlich auch noch zu einem Landwirt. Und vor allem, der hat drei Punkte und dann wäre das ideal, weil dann hat er nämlich nur hier über den Weg drüber, über die Straße rüber und dann ist er auch schon da. Also, er ist auch Landwirt und schon haben wir nämlich mehrere Leute, die hier am Bewirtschaften sind von den Feldern. Auf jeden Fall wichtig. So, wie gesagt, wir brauchen Stein. Die Hölzer, warte mal, die Hölzer kann ich verarbeiten zu Brettern. Es wird wahrscheinlich bloß nicht reichen, was ich jetzt einstecken habe. Was haben wir denn an Brettern drin? 19 haben wir.
Die können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Wir haben auf jeden Fall noch, dass ich zwei Stämme oder sowas mitnehme. Nehme ich mal noch zwei Stämme mit, dann kann ich zwar jetzt halt nicht schneller rennen, aber auf dem Weg dorthin kann ich ja hier schon mal das Dach machen. 6 Bretter insgesamt. Wahnsinn. Auch 6 Stück. Wahnsinn. Ja, sag mal. Also es ist überall die Hälfte, was ich jetzt an Dach wieder flicken muss. Wenn jetzt sogar fast komplett, weil ich glaube, da habe ich nämlich nur die einfachen Dächer drauf gemacht. Naja, gut. Jawohl. Der ist ausgerüstet. Gehen wir mal ganz kurz an die Säge. Lass mich mal da ran, bitte. So, Tischlerregal, Bretter. 14 sind 28 Stück. Das wird bei weitem nicht reichen. Also 29 plus dem, was wir einstecken haben. Ja, und die Schafe. Schön. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch das Kalb mit drin. Das ist gut. Bei den Hühnern haben wir zwei Tiere mehr. Was natürlich auch wieder. Ihr seid so laut, ne? Was auch wiederum zur Folge hat, dass wir mehr Tierfutter brauchen. Und insofern, ja, ist ja gut. Insofern ist es ganz gut, dass ich das eine Feld noch mit angebaut habe. Da schaue ich jetzt auch nochmal hin, weil ich mir jetzt halt eben nicht mehr sicher war, ob es Roggen war oder Haferkorn. Komm, mach hin. Ist ja in Ordnung. Ja, ist ja gut. Okay, ich kann es euch nicht sagen. Aber der Hafer ist hier und ich glaube, das war Roggen. Und das wird jetzt halt erst angesät, ne? Wie weit seid ihr? Kann ich euch schon entwollen? Fütterung 100. Einmal ganz kurz hier rein. Schade, dass das nicht immer zugewiesen bleibt, dass man das jedes Mal neu machen muss. Einmal scheren. Jetzt habe ich schon gedacht, es geht nicht. Schnipp, schnipp, schnapp. 9-mal Wolle. Hallo, hallo. Lass mich. Oh, ich hasse es. Stehe ich natürlich wieder außen. Ist aber egal. Dich kann ich ja noch nicht scheren, ne? Lämmlein. Aber den Bock. Nein, der ist noch nicht so weit. Weit ist er denn? Ach so. Hat sie dann gerade gemacht, oder was? Rein damit, dann können wir die nämlich auch wieder da lassen. So. Also, Dach ist hier in Ordnung. Und für das andere brauchen wir ja Steine. Dann gehe ich jetzt erst einmal da nach vorne. Oder warte, wir machen erst einmal das eigene. Ich hoffe ja auch, während ich dann die Bretter anbringe, dass dann so viele Steine dann schon gesammelt sind, dass ich zumindest die Hälfte mindestens reparieren kann. So. Da ist nur noch ein Dach. So, damit haben wir schon mal das Dach und ansonsten hier nur noch Steine. Gleich einstecken, wenn du schon Stein da findest, ne? Gleich mitnehmen. Zum Glück sind es nicht immer gleich ganz 6 Stück. So. Wollen wir mal die nächsten Baumstämme. Gefallen die sind mir jetzt halt ehrlich gesagt egal. So. Bretter haben wir natürlich noch nicht Rundholz. So. Keine Ahnung. Nehmen wir mal 20 Stück mit.
dann lassen wir einfach die mal ganz kurz durchlaufen. Und dann müssten wir eigentlich zumindest schon mal alle Dächer repariert haben, die wir hier im Dorf haben. Und dann sollte eigentlich, naja, ich glaube jetzt nicht, dass der Sturm irgendwie einen großen Schaden gemacht hat bei dem Ressourcenlager oben, bei der Mine. Ich weiß es nicht, müssen wir schauen. Notfalls können wir aber da in die Mine rein und können einfach ein bisschen Stein abbauen, das ist ja auch nicht schlecht. Aber es wäre natürlich gut, wenn ich jetzt halt die Häuser zumindest schon hier wieder fixen könnte. Ihr schnattert mir ins Ohr, ne? Das ist Wahnsinn. Ihr seid richtig laut. Also ich in der Wildnis, also oder in der Natur hier kenne ich das jetzt nicht so. Ja, Schafe, klar. Aber dass die so viel. Nee, so laut sind die nicht. Auf jeden Fall nicht die ganze Zeit. Oh, da muss ich wohl mal ein Opferschaf mir raussuchen. Aber das Dörfchen gefällt mir wirklich richtig gut. Und wenn ich jetzt dann noch anfange mit dem ganzen Verzieren, dann wird es, glaube ich, nochmal wesentlich besser. So, der Sandman hat mir auch eine ganz gute Idee geschickt. Das muss ich auch noch schauen, dass ich das umsetzen kann. Also als so ein Deko, eine Deko-Idee. Aber da verrate ich jetzt mal noch nichts. So. Dann haben wir jetzt halt hier alles an Brettern. Dann kommt der Rest jetzt erst einmal ins Lager. Dann gucken wir mal, was wir da an Stein haben. So, einmal die Bretter bitte. Die Stöcke, Stroh und so weiter würde ich jetzt halt auch mal da lassen. Weil das kann ich mir ja oben aus dem Ding auch wieder rausnehmen. 5 Stein. Natürlich schleppend, ne? Machen wir erst auf der hinteren Seite. Das, was mich ein kleines bisschen ärgert, ist, glaube ich, dass die... Ja, obwohl, das war noch nicht verkleidetes Haus. Das könnte jetzt durchaus sein, dass es damit zusammenhängt, weil auch das Haus da vorne... Na doch, das habe ich... Doch, also da... Nimmt der Sturm keine Rücksicht. Ich habe das schon mit Kalkstein belegt gehabt, aber es nimmt keine Rücksicht. Gut. Dann haben wir... Ups. Dann haben wir... Eigentlich nur noch... Genau, das Lebensmittellager hier oben. Das Ressourcenlager da oben. Und das Ressourcenlager da unten. Okay. Schauen wir mal erst... was wir hier vielleicht noch für Quests haben. Also ich nehme keine Quest an, die irgendwie mit Bogen zu tun hat, weil das, ich habe das nämlich bei dem einen Mal nochmal überprüft mit dem Bogen, was ja die Blanka wollte ja einen Bogen haben und es wäre tatsächlich der Recurve-Bogen gewesen. So, kann ich dir bei irgendwas helfen, vielleicht kannst du mir bei einer Besorgung behilflich sein. Ich versprach ein paar Hosen für die Einheimischen. Ja klar, sicher, warum nicht? Das sollte kein Problem sein. 4-mal Flachs, 5-mal Leder. Alles klar. So. Da vorne war noch der Edbert. Ja. Dann speichere ich jetzt hier nochmal. Wenn ich dir bei etwas behilflich sein. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Aber mir fehlt noch etwas Ausrüstung. Willst du sie für mich besorgen? Ich schaue mal nach. Wenn es ein Recurve-Bogen ist, dann muss ich natürlich... Steinpfeile. 27 Steinpfeile. Ja, super. Ja, ist da überhaupt kein Problem nicht? Das machen wir doch glatt. So, dann haben wir hier oben bei Rollnika nochmal 2 Quests. Da können wir eigentlich doch gleich hoch, oder? Wir machen kann ich jetzt gerade im Moment eh nichts. Da schaue ich jetzt halt immer, ne? Seitdem ich einmal den Wolf da hatte, schaue ich da immer. Es sind nämlich tatsächlich immer wieder Wölfe hier. Das habe ich auch in meinem anderen Spielstand, als ich da mal nach Rollnika gelaufen bin, waren da tatsächlich 2 Wölfe.
Also, die eine Quest haben wir angenommen. Ich hätte vielleicht nochmal speichern sollen. Ja, okay, das machen wir aber hier jetzt. Der Manfred hat eine Quest für uns. Einmal kurz gespeichert, einmal kurz angequatscht. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich überlege, meine Felder zu erweitern. Viele Bäume in der Gegend. Für mich fällen. Na klar, mache ich doch. Und dann haben wir hier noch die Frau Dings. Die Frau Dings aus Bums. Tamira. Tamira, kann ich dir bei etwas helfen? Brauche Hilfe für mich letzten Jahr, wenn ich etwas zugrunde gehen könnte, würdest du mir bitte ein paar Pilze oder Kräuter bringen, damit ich einen Eintopf meiner Familie zur Heilung machen kann? Na klar mache ich das. Also gut, dann gehen wir mal auf Pilze pflücken. Ist aber auch kein Thema, weil halt Pilze, die gibt es ja jetzt halt überall. Wie viele Felder muss man, wie viele Dinge? 20 Bäume, okay. Breitblättriger Wegerich, Riesenschirmpilz und Johanniskraut. Das ist jetzt halt überhaupt kein Thema, oder? Da haben wir schon mal den Breit. Hallo? Einmal, zweimal. Dann zweimal Johanniskraut. Das steht ja auch gleich hier rum. Und den Riesenschirmpilz, das sind diese weißen, die normalerweise auch zuhauf irgendwo rumstehen. Meistens auch auf den Wegen. Okay, ich laufe jetzt halt einfach mal wieder runter. Die werde ich dann schon finden. Dum, 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 dum. Weil das sind die kleinen, diese, wie heißen sie? Röhrenpilz, genau. Röhrenpilz. Das könnten welche sein. Riesenschirmpilz. So, damit haben wir das schon mal. Und dann sollen wir 20 Bäume fällen. Das mache ich natürlich wieder hier, ne? Das Gute ist nämlich, ich kann die Bäume, da wären auch ganz viel gewesen, ich kann nämlich die Bäume dann gleich hier reinschmeißen in die Kiste. Und dann werden die ja sowieso von den Holzfällern hergenommen und verarbeitet. Halt ewig, ne? Mit der Steinaxt. Insofern wäre es schon echt gut, wenn ich jetzt endlich die Mine hätte. Das wäre nicht schlecht. So, machen wir mal ein bisschen Kleinholz. Sehr spannend, ne? So, die kann ich eigentlich gleich nehmen. Ja, jetzt bloß nicht verwirren lassen von den Rundhölzern, die da unter der Erde sind. Ich tue auch die Stöcke hier rein und die Federn, weil das kann ich dann wieder alles gesammelt mitnehmen. Jetzt dein Ernst wieder, oder? Ich habe das schon mal gehabt, dass der da oben lag und dann kam ich nicht hin. Da lag der ganze Baumstamm oben auf dem Dach und ich habe den nicht runter, also ich konnte den nicht erwischen. Keine Chance gewesen. Das Gute ist auf jeden Fall, dass wir hier skillen ein bisschen, ne? Das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Das ist nicht einmal schlecht, weil wenn wir das jetzt halt haben, dann können wir nach oben, können die Quest gleich wieder abgeben. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Hätte ich jetzt aber weit nach vorne. Jedenfalls das meiste Geld gibt es immer noch von den Samen. Das heißt Leinsamen, Hafersamen oder was weiß ich.
Da gibt es immer noch das meiste Geld, wenn man irgendwas verkauft. Und ich denke auch, dass wir zum Ende dieses Federn... Warum liegen da schon wieder Federn rum? Kann es sein, dass da ab und zu einfach mal Federn rumliegen? So, komm, ich brauche noch einen Stein, ey. Da liegen auch Federn und auch die sieht man nicht. Da ist ein Stein. Oh, zwei. Nein, nein, stopp. Den da wollte ich. Die Steinaxt. Sind alle weg. So, haben wir schon mal die ersten 10. Oh Mann, ob ich das heute noch schaffe, die Ding zu reparieren, die Gebäude. Ich würde sagen, ich lasse das dann erst einmal mit der Quest. Nimm halt jetzt endlich den Rundding hier. Da liegen auch viele. Ist anscheinend richtig befedert hier alles. Es könnte sein wegen dem Holzfäller, ne? Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, dass der Holzfäller, der ja da ist, dass dem eben die Federn aus der Tasche fallen. Keine Ahnung, ich vermute es jetzt einfach mal. Da liegen schon wieder Federn. Das müsste man echt einmal beobachten. So, da müssen wir jetzt durch, ne? Das hilft nichts. Quest ist Quest. Der ist sogar zu uns gesprungen, der Baumstamm der eine. Ich hatte es aber auch schon öfters durch die Luft katapultiert, wenn ich versucht habe, einen Baumstamm zu nehmen, dass ich dann plötzlich, keine Ahnung, fast baumhoch nach oben geschleudert wurde mit dem Baumstamm. Zum Glück keinen Schaden oder sowas bekommen habe. Das war schon mal ganz gut. Schaden habe ich ja so schon. Und alle Stücke aufsammeln. Immer wieder mitnehmen, das Zeug. So viel geht bloß nicht mehr rein, ne? Ist das ein Problem? 85. Wir haben noch insgesamt 6 Bäume. Die fällt mir dann hier das ganze Karree. Es ist bei mir heute unverschämt warm in der Wohnung. Das ist echt übel. Ich kann halt leider die Tür auch nicht offen lassen, also von meiner Pergola nennt sich das. Also von meinem Balkon kann ich halt leider nicht die Tür offen lassen, weil da draußen ist immer ein Verkehr und dann fängt dann wieder plötzlich irgendwie die Kirche drüben zu bimmeln an und schon, ne, habe ich Störgeräusche, die ich nicht brauchen kann. So, und der letzte, und dann haben wir das aber auch. Das Gebäude freigeschaltet. Bienenstock. Oh, cool. Oh, den hat es auch wieder zurückkatapultiert hier. So, jetzt können wir endlich dann mal die Bienenstöcke auch machen. Da ist natürlich auch noch die Frage, wo stelle ich die hin? Wo werden die platziert? So, habe ich jetzt hier noch irgendwo einen Baum liegen? Nee, ne? Ja, da unten halt. So, schauen wir mal, was wir hier noch reinkriegen.
Nicht mehr so viel auf jeden Fall. So, dann nehmen wir mal die Stöcke raus, tun dafür die Rundhölzer rein. Dann nehme ich mir noch die Federn raus, aber das Rundholz wird trotzdem mit reingehen, ne? Nee. Aber dann würde ich sagen, nehme ich mir noch die 9 Stück hier mit raus, dann hätte ich 10 mal. So, dann mache ich einmal ganz kurz Bretter hier draus. Kann ich ja mal einen Schluck Kaffee wieder trinken. Aber Bienenstock, da bin ich auch echt Hölle gespannt. Sehr, sehr. Bitte nicht spoilern, nach Möglichkeit. Aber ich denke mal, dass ich für die Bienenstöcke eben auch mich drum kümmern muss, dass irgendwie auch die Apfelbäume und Kirschbäume und so weiter, dass da irgendwas blühen muss oder was weiß ich. Komm, ich lauf hoch, das ist egal. Ich lauf schnell hoch, gebe die zwei, besser gesagt die eine Quest ab. Das hätte ich eigentlich gleich machen können, ne? Den Ast habe ich jetzt nicht erwischt. Wollte ich eigentlich vorbeigehen. Wollte ich mir den cachen. So, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Da zoomt die Leute wieder durch die Gegend, ey. Ach da. Da sitzt du ja, Tumira. Hier sind die Geschenke des Waldes. Vielen Dank. 48 Reputation. So, was haben wir denn da? Nettes. Lasst ihr mich mal... So, die Bolemira... Nein, über Bulimie lacht man nicht. Absolut nicht. Ich finde Namen einfach nur witzig. Sorry. So, aber die hat richtig gute Werte, würde ich sagen. Ich guck mal. Vielleicht kann ich mir die angeln. Hast du einen Moment Zeit? Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. 2 Punkte. Feldarbeit? 10 Punkte. Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Nochmal! Hey, ich schaffe eine neue Siedlung. Super, wir sehen uns dort. Klasse. Dann würde ich sagen, einmal aufs Management. Wir haben ein leeres Haus zu besetzen. Naja, also ne, sei froh, dass der... Was, Roderick? Abbrechen. Wo ist denn die Heimatlose? Ganz unten wieder, ne? Und ich scroll nach unten, anstatt einmal nach oben zu gehen. Genau, Bolimira ist dann einmal hier drin. So. Und die ist ja wirklich in allem fit, ne? Von daher denke ich mir dann schon, dass die im Handwerk, nee, nicht im Handwerk, in der Gewinnung sein könnte. Auch wenn das Haus jetzt an einer ganz anderen Stelle ist, aber... Das wäre jetzt mal nicht schlecht. Die Bolemira. Dann wird die nämlich zum Holzfäller. Und was fällst du mir? Du gehst auch weg vom Brennholz, bitte. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr Stöcke und Rundhölzer. Jo, perfekt. Da muss ich auch noch gucken, dass ich Äxte... Mach. Das wäre super. Brauche auf jeden Fall noch Äxte und Messer und sowas. Wahnsinn. Also und auch wenn ich auf die Zeit schaue. Ne? Wir haben halt heute sehr viel Holz gefällt, aber gut, für die Quest musste das sein. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz die anderen Journal. Wir brauchen 4 Flachs und 5 Leder. Und wir brauchen Steinpfeile. Dann gehen wir doch mal ins Ressourcenlager. Mal der kurze Blick hier, ne? Aber ich glaube hier aktuell kein Wolf da, weil der hätte nämlich dann schon längst angegriffen. Wir schauen mal, was wir mitnehmen können von dem Zeug. Ich habe 58 Kilo, 20 Kilo.
passt. Und ins Ressourcenlager müssen wir sowieso, also von daher passt es. Kannst du mal ein wenig Licht machen? Vor allem die Fackel hält ja um einiges länger hier. So. Also Bretter rein, Federn rein, natürlich auch die Rundhölzer und die Stöcke. Röhrenpilz rein. Oh, apropos. Das nehme ich jetzt halt nochmal raus, weil das ist alles, was eigentlich in die Dings gehört. Ins Nahrungslager. Das lassen wir jetzt mal da. So. Also, wir gehen mal ganz kurz hier drüber, sammeln mal das ganze Zeug ein, was hier liegt. Dann werden wir sowieso viel zu schwer sein. Ist klar. So, 321 Kilo, Alter. 5800 Stück. Wahnsinn. Okay. Legen wir mal die... Es wird wahrscheinlich immer noch zu viel sein, oder? Ne, es geht sogar. Aber ist egal. Tun wir mal das da raus. Fleisch rein, Fleisch rein. Alles. Ups. Alles rein. So, dann haben wir das. Ich kann noch nehmen knapp 20 Kilo. Ja, super. Das bringt mir bloß nichts, ne? Wie viel haben denn die... Machen wir mal, dass wir ungefähr 50 Kilo haben, die wir jetzt halt rausschmeißen. So. Ja. So genau muss es, glaube ich, jetzt nicht sein. Einmal raus damit. Jawohl. Schön portionsweise, ne? Ja, also mit dem können wir uns jetzt halt eh schon bewegen, das passt schon. Weil dann hätten die nämlich ihr verdorbenes Zeug wieder hier drin und können das dann auch verarbeiten. Dünger 126, also die sind richtig dolle am Werkeln. Ja, ich glaube, das war Haferkorn, was ich da gemeint habe. Dun, 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 dun. Wahnsinn. Aber es ist schon so, dass wir das brauchen. Ich meine, ich glaube, 10-mal Verdorbenes braucht man, dass man einen Dünger herstellen kann. Also es das heißt, gerade mal aus so einem Stack mit 1000 Stück bekommt man dann eigentlich auch gerade mal 100 her. Und das ist ja bei unserer Feldergröße noch nicht unbedingt das Beste, ne? So, und die letzten. Dann ist das nämlich auch gleich aufgeräumt. So, zack, rein damit. Dann müssen wir einmal ganz kurz an uns selbst denken. Ich schnappe mir da... Oh, 1212. Alter. Puh, das ist richtig viel. Okay, ich nehme mal 10 Stück raus, dass wir da mal was essen können. So, damit haben wir uns den Bauch mit Kohl vollgeschlagen. So, dann brauchen wir natürlich auch noch Wasser. Heftig. Die Zeit verballert hier, das ist Wahnsinn in dem Spiel. So, einmal trinken. So, dann sind wir nämlich da auch schon wieder voll. Gut. Ich werde mich auf den Weg machen. Und zwar zuerst mal zu diesem Reservelager, was da ist. Ne? Dass wir da zuerst machen. Ne, warte mal, das ist ja weiter vorne, das ist ja hier. Na gut, dann mache ich den Weg erstmal darüber. Ich laufe da hoch und dann sehen wir uns das nächste Mal quasi hier und dann zieht es uns noch mal mit
nach unten, würde ich sagen. Und die Quests, die schließen wir, ja, die schließen wir dann ab, wenn wir wieder zurück sind, würde ich sagen. Genau. Okay, super. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst mal Kommentare da und schaut einfach beim nächsten Mal mit rein. Insofern macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.